Hallo, heute möchte ich euch ein nostalgisches Lebensmittel vorstellen. 1977 habe ich meine Lehre begonnen, meine Ausbildung, und da war es dann vorbei mit dem pünktlichen Mittagessen daheim bei Mutter. Da musste man sich den ganzen Tag selbst versorgen bis abends. Es hat zwar einen Brotzeitdienst gegeben, die Lehrjungen im ersten Lehrjahr, die mussten abwechselnd immer eine Woche Brotzeit holen für ungefähr 40 Mann. Das war die Hölle, ich habe es gehasst. In der Früh aufschreiben, wer was will, Geld einsammeln, Essensmarken einsammeln, zum Metzger fahren mit dem Moped, in den Supermarkt fahren. Um 9 Uhr musste das dann alles auf den Tisch legen, als Wechselgeld musste rausgegeben sein. War der reine Stress, war die Hölle, ich habe es gehasst. Und man hat sich immer selber was mitgenommen, auch von zu Hause, weil nur vom Metzger kaufen war einfach zu teuer. Das hat das Lehrlingsgehalt nicht hergegeben. Also hat man sich immer was mitgenommen, was man dann Mittag essen konnte. Ich habe da noch gut in Erinnerung zum Beispiel das polnische Jano Büchsenfleisch, Schweinefleisch mit so einer geleartigen Substanz obendrauf. Das war gefragt und noch was anderes. Und da bin ich jetzt mal wieder drauf gekommen. Ich kaufe regelmäßig Thunfisch in Sonnenblumenöl oder in Naturell im Aufguss und mache mir da selber einen Thunfischsalat oder was anderes. Aber da ist mir eingefallen, da gab es doch mal was. Da gab es doch diesen legendären Thunfischsalat in der Dose. Den habe ich schon lange nicht mehr gesehen, weil ich meistens bei Lidl einkaufe und der hat den nicht im Sortiment. Der hat zwar auch fertige Thunfischsalate, aber die schmecken absolut nicht. Und zwar, kennt ihr den? Das ist ein Thunfisch in einer roten Soße angemacht. Und das Besondere ist, obendrauf auf dem Thunfisch, wenn man aufmacht, ist eine dicke Scheibe glasige Zwiebel, so eine Gemüsezwiebel, so ein Apparillo, genauso groß wie die Dose. Und dann sind noch Erbsen mit drin. Und wie ich letztes Mal beim Norma mal wieder das Sortiment durchgeschaut habe, da habe ich den Thunfisch wieder gefunden. Zwar nicht unter dem Namen, unter dem er bekannt ist. Oft wird er unter La Miranda verkauft, in so einer schwarzen Dose mit so einem Emblem drauf, mit einem Bild. Das Design schaut ein bisschen anders aus bei Norma, und zwar so. Aber es ist eben genau dieselbe Rezeptur und genau derselbe Fisch. Genau den ich gesucht habe. Mit Zwiebel, mit glasiger, weicher Zwiebel und mit Erbsen. Und den werden wir jetzt mal aufmachen und schauen wir uns mal an. Die Thunfischmenge ist natürlich nicht so groß wie bei den Thunfischkonserven in Öl oder wie bei den Sole Piqué oder diesen Edelthunfischen, die es da gibt. Da gibt es auch Salate, aber das ist mir einfach zu teuer. Und ich wollte genau diesen haben. Den machen wir jetzt mal auf. Ich habe mir natürlich gleich 5 Dosen gekauft. War ich ein bisschen, wie sagt man, sentimental. Habe da meine Lehrzeit gedacht und schmeckt mir. Ich habe jetzt schon etliche Dosen vertilgt, habe schon mal nachgekauft. Der das Ringpool hat es damals nicht gegeben, glaube ich. Und normalerweise müsste jetzt halt oben, wenn ich den Ringpool aufmache und abziehe, müsste oben die Zwiebel auflegen. Jawohl, ich schwimmt schon auf. Filmen wir mal rein. Hier oben ist praktisch die riesige Zwiebelscheibe drauf. Die deckt den Thunfisch ab und dann sieht er schon die rote Soße. Die Thunfischstücke sind natürlich nicht so von der Güte wie ich sage mal, Sole Piqué zum Beispiel, da wo das Filet genau reingepresst ist. Das sind mehr oder weniger Stücke, die in der Soße schwimmen. Jetzt kippen wir das mal rein auf den Teller hier. Sind die besagten Erbsen, hier die Zwiebel und hier die Thunfischstücke in der Tunke. Probieren wir es. Ganz ein typischer eigener Geschmack. Bisschen schwarzen Pfeffer drauf. Und 40 ist die kleine Brotzeit. Bisschen Zwiebel dazu.
Ich habe auch mal bei YouTube geschaut, ob über diese Art von Thunfisch was drin ist, habe ich nichts gefunden. Wohl habe ich gefunden, wie sich jemand Gedanken gemacht hat, wie man wohl die Zwiebeln so hinbekommt als Beilage, wie man die selber herstellen kann. So schön glasig und weich und mariniert. Erinnert mich an meine Lehrzeit. Das Jano-Rindfleisch oder Schweinefleisch habe ich ja auch schon erwähnt. Das habe ich auch öfters dabei gehabt. Das war eine ziemlich große Dose. Jeweils eine Semmel dazu. Und der kleine Hunger war weg. Weil Kantine gab es nicht. Da war der Laden zu klein. Das war's auch schon wieder. Wenn ihr noch mal stehen seht, probiert's, ob euch schmeckt. Ciao, Servus und bis zum nächsten Mal.